setz dich hin und das ist nämlich gar nicht so ohne, den Körper zu bewegen. Das ist ja nicht nur ein Nervensystem, das Nervensystem geht ja durch den ganzen Körper durch. Das Gleichgewichtssystem, das werdet ihr dann irgendwann mal merken, wenn ihr in Samadhi eintaucht, dass ihr dann das Gefühl habt, wenn der Geist nicht mehr die Möglichkeit hat, alle Informationen abzurufen, weil er zu konzentriert ist, dann wird er das Gefühl haben, dass er schief sitzt. Ne? Und dann macht er das erste Mal die Augen auf und dann seht ihr es jetzt ganz normal. Ne? Dann heißt es im Grunde genommen, der Geist ist konzentriert und hat nicht mehr die Zeit, die Informationen abzufragen. Ne? Und dann siehst du erstmal, wie viel der Körper ständig macht. Nur wenn wir uns bewegen, ne? Man muss ständig abfragen, ständig muss er im Gleichgewicht sein, ständig muss er umschauen, dass wir nicht hinfallen oder umfallen. Ne? Ja, ganz schön. Und dann, wenn wir in Samadhi kommen, dann sehen wir das plötzlich, dass der Geist, wenn er da auf sein Buddha konzentriert ist, dass er die Informationen gar nicht mehr bekommt, weil er nicht mehr rumgeht. Ne? Das ist dasselbe, wenn der Computer dann zu sehr mit sich selber beschäftigt ist und wir drücken auf die Maus und es passiert nichts mehr. Oder auf die Tastatur und da passiert nichts mehr. Nämlich eingeschlafen. Und so ist das bei uns im Citta. Ne? Der kriegt dann von außen die Informationen nicht mehr mit. Oder am Anfang ist es dann nur noch teilweise und dann sind falsche Informationen da. Und dann geht's weiter und dann plötzlich ist der ganze Körper weg. Vollkommen aus unserem Bereich, ne, Bewusstseinsbereich. Existiert einfach nicht mehr. Kaibei. Kantor. Vollkommen verschwunden. Und nachdem der Körper verschwunden ist, sind natürlich auch die Sinne, die durch den Körper wahrgenommen, verschwunden. Und dann, wenn wir uns noch weiter konzentrieren und langsam einspitzig werden, wenn der Geist auf einen Punkt geht, dann verschwindet alles. Nicht nur der Körper, der dann am Anfang verschwindet. Manchmal oder häufig ist es so bei Meditierenden, wenn sie anfangen konzentriert zu werden, als erstes verschwindet der untere Teil des Körpers und dann langsam und dann der obere Teil bis zum Schluss nur noch der Konzentrationspunkt ist. Ne? Und dann verschwindet er auch. Und dann ist nichts mehr da. Und dann haben wir wirklich Ruhe. Dann ist einfach Ruhe. Und dann verschwindet die ganze Welt. Es ist so, als ob man in tiefen Brunnen. Am Anfang sehen wir oben noch was und je tiefer wir fallen, umso weniger sehen wir und dann ist es plötzlich ganz still und ganz ruhig. Und dann sind wir zu unserem Ursprung zurückgekehrt. Und derjenige, der dann wissen will, was das Citta ist, das ist die Erfahrung des Cittas. Der braucht ja niemand zu fragen, was das Citta ist. Ganz einfach. Ne? Und alles, was wir machen müssen dazu ist, einfach nur uns an dieses Buddha heften. Ne? So lange, bis es so fest ist, so lange, bis der Geist sich zusammenzieht. Und er zieht sich wirklich zusammen. Das ist wirklich ein Gefühl, das er hat. Ne? Geht's da rein. Ne? Und dann ist weg. Dann ist alles weg. Und dann hat man natürlich das erste Mal, wenn man das sieht, dann hat man Angst. Ne? Und denkt man, was ist denn da? Ne? Und dann ist man natürlich sofort in dem Moment, wo man denkt, ist man sofort raus. Ne? Und das nächste Mal kommt schon wieder ein bisschen schwerer. Ne? Und dann muss man sich sagen, ja, wenn das kommt, na, dann lass doch einfach mal. Ne? Schau doch mal einfach, wo der Geist hingeht. Ne? Und dann spürst du da drin. Ne? Und dann ist Ruhe. Das ist eines der Wunder der Praxis, die wir erleben können. Und im Grunde genommen, die Aufgabe ist doch so leicht. Ne? Einfach nur dieses Buddha. Nur dieses eine Buddha. Und dann nur wieder dieses eine Buddha. Nichts anderes interessiert uns. Das ist Samatha oder das ist Ruhemeditation. Und alles das, was wir bei dieser Ruhemeditation erleben, wenn das Buddha nicht da ist, sind die Kilesas, die uns versuchen, ständig rauszuziehen. Am Anfang kommen sie mit der Vergangenheit, dann kommen sie mit guten Ideen, dann kommen sie mit diesem und jenem. Ne?
Und wir lassen uns drauf ein. Anstatt dass wir uns erinnern, meine Aufgabe ist jetzt Butter. Das ist dasselbe, wenn du in die Arbeit gehst und dann sagt dir dein Meister, du musst das und das machen. Ne? Und dann fängst du an und dann siehst du was anderes und dann gehst du dahin und dann dahin. Ne? Und der Meister, der wird dir dann schon eins pusten, ne? Wenn du irgendwo immer ständig woanders arbeitest. Ne? Und du wirst auch deine Arbeit nicht fertig machen. Weil jedes Mal, wenn du zurückkommst und überlegst, was, wo war ich das? Ne? Einfach das, einfach Butter, Butter, Butter. Und wirklich mal daran heften. Wenn ihr irgendwo im Ozean schwimmt, in den Höhen und den tiefen Wellen oder beim Sturm, dann klammert ihr auch, euch auch an den Rettungsring. Ne? Ihr lasst da nicht los. Ihr wollt nämlich nicht untergehen. Ne? Deswegen lasst ihr nicht los. Aber von eurem Butter lasst es sofort los. Ja, da kommt ein Gedanke, ja, das ist wichtig, ja, das darf ich nicht vergessen. Nein, oder auch Gedanken, das habe ich schlecht gemacht und so weiter. Und dann beunruhigen die unseren Geist. Und wir lassen ständig das. Ne? Anstatt dann zu sagen, okay, alles klar, zurück zum Butter. Ne? Das heißt, wie kann man da im Deutschen dazu sagen? Einfach wahrnehmen und dann zurück zum Butter. Gedanke reingekommen und zum Buddha zurück. Und das ist alles. Wunderbar einfach. Ja. Und warum können wir es nicht? Weil unsere Kleser es nicht zulassen wollen. Ständig holen sie uns wieder aus. Jetzt, ob das mit der Vergangenheit ist oder dann mit Schmerzen ist, sie holen uns ständig raus. Und wenn man mal wirklich das Wort Kilesas verstehen will, ne, dann setzt man sich mal für eine halbe Stunde hin und bleibt bei dem Butter und was immer auch in den Geist reinkommt, sind die Kilesas. Wie auch immer sie eintricken, jeder Gedanke, den sie aufnehmen, weil die Gedanken, wenn wir wirklich im Samadhi sind, dann ziehen die wie Wolken vorbei. Ne? Das sind nicht unsere Gedanken, die lassen wir genauso. Wir greifen ja auch nicht nach den Wolken, die im Himmel sind. Oder habt ihr schon mal jemanden gesehen, der nach den Wolken greift? Und wenn man danach greift, was ist das Einzige, was dann wird man nass. Ne? Wir können nämlich nicht nach den Wolken greifen. Und genauso mit den Gedanken. Ne? Wir greifen nach einem Gedanken und schwupps ist der nächste Gedanke da. Und schwupps ist der nächste und schwupps ist der nächste. Einfach mal wirklich versuchen, da bei dem Buddha zu bleiben. Und wenn wir verstehen wollen, was die Kilesas sind, dann braucht man nur das, was, wenn wir nicht beim Buddha sind, das haben die Kilesas uns dargeboten. Ne? Ständig reichen sie uns irgendwelchen Abfall. Und wir gehen dafür. Ne? Wir scheinen so hungrig zu sein, wir nehmen jeden Abfall an. Ne? Jeden Abfall ziehen wir uns rein. Ne? Und das gute Essen, das Buddha, das interessiert uns nicht mehr. Ne? Das, was den Geist wirklich zum Glück bringt, was zur Zufriedenheit führt, was zur Ruhe führt, das wollen wir nicht haben. Allen anderen Mist sofort, ja, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das ist wichtig. Und was habe ich heute gemacht, was habe ich gestern gemacht, was habe ich vor 3 Jahren gemacht? Ne? Das ist alles viel wichtiger, ist alles Mist. Wenn wir die Dinge aus der Vergangenheit ändern könnten, dann hätten wir alle ein zufriedenes Leben. Ne? Was wir in der Vergangenheit getan haben, das können wir nicht ändern. Das muss man einfach akzeptieren. Wenn wir die Sachen sind heute schon oder von der Zukunft planen können, dann hätten wir auch keine Probleme. Ne? Aber die Dinge laufen einfach am nächsten Tag nicht so, wie wir sie am Abend vorher geplant haben. Das ist einfach nicht so. Alter, was soll das denn, diese ganze Vergangenheit und Zukunft? Ne? Weil jetzt in dieser Gegenwart ist der einzige Moment, wo wir was verändern können. Jetzt, in diesem Moment, da können wir was ändern. Da können wir uns entscheiden, auf dem Buddha zu bleiben oder den Kilesas nachzugeben. Das können wir entscheiden. Oder wir können entscheiden, den Schmerz zu untersuchen oder wieder zum Buddha zurückzugehen. Jetzt, in diesem einen Moment, da stellen wir die Weichen für unser Leben. Nicht morgen oder nachher. Aber die sagen doch uns ständig, nachher. Ne? Oder morgen. Morgen ist besser. Ne? Heute ist nicht so gut.
Und wir sagen ja und Amen. Als ob das der Befehl von oben käme. Ne? Ja, lieber Gott, hast ja recht. Mache ich morgen. Heute ist so anstrengend. Ne? Und morgen muss es doch leichter sein. Ne? Das ist doch unsere ganze Illusion. Ne? Morgen wird es schon besser. Ne? Und wer macht uns das vor? Die Chilesas. Die sagen uns, morgen wird es schon besser. Ne? Heute ist nicht so gut, morgen wird es schon besser. Und wir sagen ja und Amen. Ne? Ja, wie soll es morgen besser sein, wenn es heute schon schlecht ist? Wie kann das besser werden? Vielleicht, wenn wir schlafen, dann vergessen wir gewisse Dinge, aber in dem Moment, wo wir aufwachen, dann holen wir sie uns wieder zurück. Ne? Wie nach dem schönen deutschen Motto. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ne? Kommen alle wieder zurück. Ne? Und dann müssen wir halt schauen. Ne? Dann können wir jetzt in diesem Moment, in der Gegenwart, da ist der einzige Moment, wo wir unsere ganze Zukunft neu stellen können. Und wenn wir da bei dem Buddha bleiben, dann kommen wir zur Ruhe. Wenn wir anfangen, müde zu werden, und wir kriegen das mit, dann kann man da die Weiche stellen und sagen, nö, ich möchte doch wach bleiben. Pups. Und dann plötzlich bin ich hellwach. Bin ich nämlich nicht mehr müde. Das sind nämlich uns nur die Kilesas, die sagen, oh, jetzt wirst du müde. Ne? Jetzt musst du schlafen gehen. Ne? Und dann haben wir immer gesagt, ne, das ist doch interessant. So. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt bleibe ich wach. Und dann war ich plötzlich hellwach, da war keine Müdigkeit mehr. Aha. Woher kommt die Müdigkeit? Auch von den Kilesas. Woher kommen die Schmerzen? Wenn wir die Schmerzen untersuchen? Auch von den Kilesas. Woher kommt die Angst und die Furcht? Auch von den Kilesas. Ne? Alles schön. Wir machen uns, das ist ja die uns diese Welt vormachen. Ne? Und wir fallen drauf rein. Ne? Wir können schon richtig sagen, wir sind so blöd und fallen drauf rein. Jedes Mal fallen wir drauf rein. Das ist das und das ist so und das ist jenes und das ist dies und das ist das. Und das brauche ich noch und das will ich nicht und das brauche ich. Und das muss ich unbedingt haben. Ne? Und das muss ich unbedingt machen. Ne? Und was ist dieses unbedingt machen? Eine Körperbewegung. Strecken unseren Arm aus oder unsere Beine aus. Wenn ich joggen gehen will, was ist das? Körperbewegung. Wenn ich arbeiten gehe, was ist das? Körperbewegung. Wenn ich putze, was ist das? Körperbewegung. Wenn ich dusche, was ist das? Körperbewegung. Nur verschiedene Arten. Und wir machen da aus dieser Welt also dermaßen viele unterschiedliche. Das eine will ich, ne? Diese Art von Körperbewegung will ich und die andere will ich nicht. Punkt aus, fertig. Und danach laufen, danach richten wir uns. Das sind die Konditionen oder Bedingungen, die eingebrannt sind in unser Gehirn. Wir sehen etwas und das will ich sofort nicht und dann wende ich sofort meinen Kopf weg. Will ich nicht sehen. Oder will ich nicht machen. Gehe nach Hause zurück, sehen, was das gemacht werden muss und sage, und wir sehen das, ne? Wir fühlen das ja sofort. Ne? Ich muss mich mal, und wir gehen vorbei. Und am nächsten Tag oder jede Stunde gehen wir an dem Punkt vorbei, den wir richten müssen, ne? Und jedes Mal regen wir uns drüber auf. Und nie machen wir, ne? Wollen wir nämlich gleich machen, dann ist er weg. Dann regen wir uns, brauchen wir nachher uns nicht mehr aufzuregen. Ne? Und das ist das, wenn wir mit Achtsamkeit ein bisschen in unser Leben gehen, ne? Dann sehen wir nämlich dann die ganzen Dinge. Dann sehen wir die Dinge, die uns ständig aufregen, die uns ständig nerven, ne? Und dann können wir die auch gleich sofort gleich machen oder sofort bereinigen. Weil in dem Moment, wo wir das sehen, ne, dann können wir es doch bereinigen. Aber nein, das will man nicht machen. Jetzt habe ich was vor und wir rennen, wir haben was vor und dann rennen wir an den ganzen guten Chancen in unserem Leben vorbei. Weil das will ich jetzt unbedingt machen. Ne? Und da warten so viele, viele Chancen, ne? Wie wir anders gehen können auf dem Weg dorthin. Aber unsere Gedanken sind schon dort. Ne? Und das Einzige, was nachläuft, ist der Körper, der tüttelt nach. Ne? Weil unser Geist ist ja schon dort. Ne? Wenn ich dann zum Beispiel von Frankfurter Flughafen dann hierher fahren will, ne? Dann ist unser Geist schon hier, aber das Auto ist noch lange nicht da. Ja.
Und dann überlegen wir schon, wenn wir hier schon mit dem Geist hier angekommen sind, dann überlegen wir gleich schon, was wir machen wollen. Ne? Und dann überlegen wir, nachdem wir das gemacht haben, was wir dann machen. Und wir sitzen immer noch im Auto. Kriegen gar nichts mit von der Welt. Absolut nichts. Ne? Geht alles, fließt alles an uns vorüber. Wenn wir jeden Moment achtsam sind in unserem Leben, ja, dann kriegen wir doch alles mit. Ne? Ja, dann können wir doch jede Situation in etwas umwandeln, was positiv ist. Jede Situation umwandeln in etwas, wo wir etwas Frieden empfinden, wo wir etwas Freude empfinden. Aber nein, wir haben unser Programm gestellt und das, ich denke, das kann jeder von euch nachvollziehen. Ne? Wenn er einfach mal euren Tagesablauf da so anschaut, ne? Wenn ihr jetzt dann geht, ne? Wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann könnt ihr das gleich sehen. Ne? Was mache ich da? Ne? Du bist noch gar nicht zu Hause und dann denkst du, was ich noch alles machen muss. Ne? Ja, komm doch erstmal zu Hause an, vielleicht kommst du ja gar nicht zu Hause an. Ja, wir wissen das nie, ne? Es gibt schon viele, ich habe schon viele Leute, ne? Die waren dann so ein junges Pärchen, ne? Die wollten in die Stadt nach Udon fahren, ne? Auf dem Moped, ne? Und da haben sie sich auch schon was sie alles machen wollten und auf dem Weg, wups, dann lagen sie im Graben, Genickbruch beide. Da haben sie alle diese Sorgen umsonst gemacht, ne? Weg waren sie, ne? Dann sehen sie, das sind sie dann als hungrige Geister, gehen sie den Akkupon so einkaufen. Bloß können sie dann nichts mehr mit diesen Dingen anfangen, ne? Weil wir immer da in der Zukunft sind. Immer sind wir in der Zukunft, ne? Wenn ich meinen Beruf abgeschlossen habe, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, was mache ich dann? Dann fange ich an zu arbeiten und dann überlege ich, was mache ich, wenn ich in der Rente bin. Oder wenn es noch nicht ganz so weit geht, was mache ich im Urlaub? Das mache ich und jenes mache. Ne? Und es liegt eben nicht, was ich euch erklärt habe, es liegt eben nicht an den Dingen, die wir machen, sondern dass wir einfach Präferenzen gesetzt haben. Dass wir einfach Bedingungen, diese Körperbewegung, diese Art von Körperbewegung mag ich nicht und diese Art von Körperbewegung mag ich. Ne? Das eine, was ich nicht mag, ist Arbeiten und das andere, was ich mag, ist Freizeit. Ne? Und in der Freizeit, na, egal ob wir schwimmen oder joggen oder spazieren gehen oder was auch immer das ist, wir bewegen immer diesen Körper. Ne? Den Kopf, mit dem Rumpf und den Beinen und den Armen. Ne? Was auch immer wir tun. Ob wir Wäsche waschen, ob wir Musik hören oder lesen. Alles Bewegungen, ne? Vom Körper her aus gesehen. Ne? Und das eine mögen wir und das andere mögen wir nicht. Und mit Hilfe der Achtsamkeit können wir natürlich sehen und diese Programme sehen, aha, das mag ich nicht. Also, mal schon anschauen, was ist das eigentlich. Ne? Und dann bleibe ich einfach mit meiner Achtsamkeit einfach auf der Körperbewegung und dann werdet ihr merken, ne? Körperbewegung ist Körperbewegung. Und da ist gar nichts dabei. Das ist die Power, das ist die Kraft von Sati. Das ist die Kraft von dieser Geistesgegenwart. Wirklich mit dem Geist in der Gegenwart zu sein. Und nicht ständig denken, was mache ich danach, was mache ich danach. Ne? Dann muss ich das noch machen, dann muss ich das noch machen. Und dann ist schon mein ganzer Tag gegessen. Ne? Das muss ich alles noch machen. Ne? Und sagt, was mache ich denn jetzt gerade? Ne? Und wie kann ich da am meisten Freude rausziehen, was ich gerade mache? Ne? Nein, dann planen wir heute schon aus und dann schauen wir in unseren Terminkalender und dann ist der auch schon voll für diese Woche und dann müssen wir die nächste Woche schon eintragen und die übernächste Woche und wir wissen gar nicht, was ist denn in der übernächsten Woche? Sind wir noch eigentlich da? Oder sind wir schon auf dem Weg? Hat der Tod uns schon bei den Armen genommen und abgeführt? Wir wissen nie, wann wir sterben. Heute kann es unser letzter Tag sein, aber es kann auch erst in 30 oder 40 Jahren unser letzter Tag sein. Und dann
kommen wir dann an, ne? Und dann kommt der Tod dann an und sagt, nein, ich habe aber das noch vor, und das noch vor. Und der Tod ist ja sicherlich so kulant und sagt, ja, mach das erst nochmal. Nee. Der kommt und nimmt uns mit, ne? Ob wir wollen oder nicht. Also was bringt das, die ganze Zukunft zu machen? Ne? Es bringt doch nur so Sorgen und unnötiges Aufregen. Wir wissen auch nicht, selbst wenn wir jetzt heute keine Arbeit haben, morgen können wir doch Arbeit haben. Brauchen wir uns doch nicht aufregen. Schauen wir doch mal. Wenn wir heute nicht zufrieden sind, dann sind wir morgen auch nicht zufrieden. Und warum sind wir nicht zufrieden? Weil wir uns die ganze Zukunft wie ein Berg auf unser Herz lasten. Kriege ich jetzt meine Rente? Das ist auch so schlecht mit dem deutschen Staat aus. Ne? Wenn ich in 30 Jahren aufhöre zu arbeiten, kriege ich dann meine Rente? Wissen wir doch nicht. Oder wenn ich in 10 Jahren aufhöre, kriege ich dann meine Rente? Wissen wir auch nicht. Und was machen wir dann? Und dann ist schon unser ganzer Tag gegessen, wenn wir da anfangen zu überlegen. Ne? Das ist dasselbe, wenn ich mir überlege, kriege ich morgen was zu essen oder nicht. Ne? Und wenn ich die Befürchtung habe, ich kriege nichts zu essen, dann ist dieser Tag gelaufen und der nächste Tag auch noch, ne? Wenn ich dann wirklich nichts bekomme. Ne? Siehste, hast doch recht gehabt, kriegst nichts zu essen. Und so jetzt in dem Moment zu leben, da gibt's doch keine Zukunft. Da gibt es doch nur jetzt diesen Moment. Ne? Und aus diesem Moment ergibt sich der nächste Moment. Ne? Und wenn wir in jedem Moment achtsam sind, und in jedem Moment gibt es auch die Entscheidung. Machen wir das oder machen wir das nicht? Bleiben wir beim Buddha oder folgen wir den Kelesas? Und das ist auch in unserem tagtäglichen Leben. Folgen wir den Kelesas, dann geht es nur bergab. Folgen wir dem Buddha oder dem Dhamma, ja, dann geht es bergauf. Und warum sie Sorgen machen über morgen? Und sie kommen an mit allem Möglichen. Und das seht ihr ja. Ihr braucht euch ja nur eine halbe Stunde oder nicht. Je länger ihr sitzt, umso mehr seht ihr natürlich, das ist klar. Wenn ihr eine Stunde sitzt, dann kommen sie noch mit mehr an. Fangen sie nämlich dann, wenn wir dann nicht willig sind und ihnen nachgeben, dann fangen sie an mit Schmerzen. Ja? Stehst du auf, piep. Ja. Bewegst du dich? Bewegst du dich zum ersten Mal? Und dann hast du schon verloren. 5 Minuten später bewegt sich ein nächstes Mal und dann wieder 2 Minuten später bewegt sich nochmal und dann ist schon aus. Ne? Dann hältst du schon nicht mehr aus vor Schmerzen. Wenn du dem ersten Mal nicht nachgibst, dann kannst du noch eine halbe Stunde, Stunde weitersitzen, ohne dass irgendwas ist. Aber beim ersten Mal gib mir nach, ja, jetzt muss ich mich bewegen. Ne? Und in 5 Minuten ist es genauso schlimm. Das ist nämlich die Kilesas, die im Schmerz sind. Das ist nicht der Körper. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir untersuchen. Den Schmerz zu sehen, den Schmerz zu verstehen. Wirklich zu sehen, was ist denn eigentlich Schmerz? Oder was sind diese Dinge, die Kelesas uns ständig vorgaukeln? Die vergaukeln uns nämlich ständig was vor. Ne? Die sind die größten Lügenmeister dieser Nation. Wenn du das machst, dann wirst du glücklich. Und dann machen wir das, und wir sind trotzdem nicht glücklich. Ne? Und dann siehst du, ne? Ah ja, das hast du nicht richtig gemacht. Ständig verbessern sie sich, ne? Hättest du es so gemacht, dann wärst du glücklich. Ne? Jetzt machst du es das, dann bist du glücklich. Ne? Und ständig, ne, gaukeln sie uns vor, dass das Glück da außen liegt. Ne? In der Situation. In der Tätigkeit. Oder in der Aktivität. Sagen sie uns doch, da liegt das Glück, da liegt das Glück. Ne? Und ständig fahren wir drauf rein. Ne? Machen wir nämlich das. Ne? Und wo liegt das Glück? Im Herzen. Und wo sagen sie, das Glück liegt? Da, dort. Ne? Und dann rennen wir den Kelesas nach und zum Schluss sind wir einmal um die Welt gegangen und dann sind wir wieder bei uns. Ne? Weil das Glück nämlich wirklich im Herzen liegt. Ne? Und sie sagen uns immer, das Glück liegt draußen. Zufriedenheit liegt draußen. Da, wenn du das machst, dann wirst du zufrieden. Wenn du das machst, dann wirst du nicht ärgerlich. Wenn du jenes machst, dann und dann und dann und dann. Ne?
Und dann müssen wir halt mal irgendwann mal anfangen, die Kilesas mal zu überprüfen. Ne? Das spricht doch eigentlich nichts dagegen. Ne? Und denen mal auf die Finger klopfen und sagen, okay, du hast mir doch gerade eben versprochen, wenn ich das mache, dann werde ich glücklich. Und warum bin ich jetzt nicht glücklich? Und dann werden sie sich sofort rausbinden. Ne? Na, du hast mir aber gerade gesagt, wenn ich das mache, dann werde ich glücklich. Und jetzt bin ich trotzdem nicht glücklich. Also. Kann ich denn nicht klar? Wir sagen doch im Deutschen, wer einmal lügt oder wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Ne? Aber wir glauben in Kilesa, seitdem wir geboren sind. Ne? Die sagen uns, das müssen wir machen, und wir sagen ja, ja und Amen. Ne? Dann müssen wir das machen, dann sagen wir auch wieder ja und Amen. Ne? Und unser ganzes Leben haben wir das gemacht. Wir sind nie darauf die Idee gekommen, die mal zu überprüfen, ob sie uns nicht anlügen. Ne? Nach dem Motto, wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht, ja, dann würden wir unseren Kilesa schon lange nicht mehr glauben und jeder von uns wäre absolut total glücklich und zufrieden. Gäbe gar nichts mehr anderes. Gäbe nichts mehr. Weil wir denen dann nicht mehr glauben würden. Ne? Dann versprechen sie uns, ja, wenn du diesen Job hast, dann wirst du glücklich. Ne? Oder wenn du das machst, dann wirst du glücklich. Oder wenn du das machst, dann kriegst du einen besseren Job. Oder wenn du dies oder jenes, oder wenn du einen neuen Partner findest, dann bist du auch ein zufriedener Beziehung. Ne? Sagen sie uns ja. Ne? Und dann verlassen wir den alten Partner und gehen in die nächste Partnerschaft. Und dann, wen treffen wir dann? Uns. Wieder dasselbe Spiel. Und am Anfang kriegt man das noch nicht mit, ne? Und dann geht man in die nächste Partnerschaft und wir treffen uns wieder uns selbst. Wo auch immer wir hingehen, unsere Sorgen, unsere Nöte, unser Leid, unsere Unzufriedenheit nehmen wir immer wieder mit, ne? Das dauert halt einfach so eine gewisse Zeit, ne? Also das hat bei mir 10 Jahre gedauert, bevor ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, ne? Das kann doch nicht immer an den anderen liegen, das muss doch auch an mir liegen. Ne? Und dann bin ich natürlich fündig geworden. Ganz plötzlich. Ne? Und dann haben mich die anderen nicht mehr interessiert, sondern nur noch mich. Ne? Warum bist du nicht zufrieden? Ne? Warum bin ich nicht zufrieden? Ja, das will ich und jenes will es. Und ich denke immer, dass das und jenes Zufriedenheit bringt, aber es bringt es nicht. Ne? Die Zufriedenheit entsteht in unserem Herzen. Das Glück entsteht in unserem Herzen. Und der Weg der Meditation ist erstmal der Weg zu unserem Herzen. Doch nichts anderes. Da ist doch alles drin. Was auch immer wir suchen, da ist es zu finden. Ne? Und die Kilesas sagen, dort ist es zu finden. Ne? Und warum glaubt man den Kilesas? Haben die uns immer die Wahrheit gesagt, oder? Also wenn das stimmen würde, was die Kilesas sagen, warum seid ihr denn hier? Wir müssten doch alle glücklich und zufrieden sein. Da, weil es da ist. Ne? Da ist es. Ne? Was auch immer wir suchen, da ist es. Ne? Da im Herzen. Ne? Im Chitta. Nirgendwo anders. Die Gefühle entstehen da. Gedanken entstehen auch da. Erinnerungen entstehen auch da. Manche von uns denken noch, dass die Gedanken da oben im Gehirnkastel entstehen. Oder die Erinnerung im Gehirnkastel. Nee, da. Die sendet nur einen Befehl ans Gehirn und der bringt dann da runter. Ne? Oder die Töne entstehen doch, die Musik oder das, was wir als Töne dann bezeichnen, entsteht doch auch da. Ne? Das wird doch da alles verarbeitet. Und dann sagen sie uns das ist klassische Musik oder das ist Rock oder das ist Pop oder was es heutzutage noch gibt, weiß ich nicht. Ne? Was auch immer. Ne? Und dann sagen sie, das eine ist schön und das andere ist hässlich. Ne? Und wir sagen ja und Amen. Ne? Ja, ihr habt schon recht. Ne? Ihr habt ja schon immer recht gehabt. Ne? Ihr habt mich ja auch von einem Leben zum anderen geschubst. Ne? Müsst ihr doch wissen. Ne? Müssen sie doch wissen. Und im nächsten Leben machen wir wieder dasselbe, fallen wir wieder drauf rein. Dann lernen wir wieder zu laufen, dann lernen wir wieder zu sprechen, dann lernen wir wieder zu denken. Und bevor wir ausgewachsen sind, haben wir schon 15 Jahre dazu gebraucht, diesen Körper zu trainieren. Ne? Dass er sprechen kann, dass er denken kann und dass er laufen kann.
und Nahrung zu sich nehmen kann. Und dann kann man benutzen. Und dann 20, 30 Jahre später fängt er an zu zerfallen. Dann funktioniert das nicht mehr oder jenes nicht mehr. Und dann wird man alt und krank und dann sterben wir wieder. Wunderschöne Aussichten. Und dann wird man wieder geboren, fangen wir wieder an mit Programmen. Werden wir wieder alt, wieder krank, sterben wir wieder, dann werden wir wieder geboren, fangen wir wieder an, den Körper zu programmieren. Und wo ist ein Ende? Erstmal kein Ende in Aussicht. Deswegen heißt es der endlose Kreis, Kreislauf der Wiedergeburt. Außer wir brechen aus diesem Kreis aus. Dann ist ein Ende in Absicht. Wenn wir nicht aus dem Kreislauf ausbrechen, dann drehen wir uns wieder Hamster im Hamsterrad. Nur bei uns sind die Sprossen halt verschieden angemalt. Ne? Da haben wir immer das Gefühl, jetzt ist was Neues, jetzt ist was Neues. Das Rad ist halt ziemlich groß. Ne? Jedes Mal ist ein anderes Bild auf jeden Ding. Ne? Und da denken wir immer, wir sind woanders. Ne? Denken wir doch wirklich, oder? Die einen denken, jetzt sind sie in Deutschland und dann morgen sind sie in Frankreich oder dann sind sie in Spanien und dann fliegen sie halb um die Welt, dann sind sie in Australien, was auch immer. Wir denken doch immer, wir sind woanders. Ne? Aber was haben wir denn mitgenommen? Ist doch alles in unserem Herzen. Wo auch immer wir hingehen, da sind wir. Ne? Und da kommen die Probleme hoch. Egal wo wir sind. Und je einsamer wir sind, umso mehr Probleme kommen natürlich hoch. Solange wir in Gruppen sind, dann merken wir die Probleme nicht, dann wollen wir die anderen sehen und ne, dann kann man dann schauen, ach ja, dem geht's schlechter, ach ja, dem geht's schlechter, ach, dann muss es mir doch gut gehen. Ne? Ach, die sind doch so arm dran, ne? Dann geht's mir doch so gut. Wenn ich sehen kann, dass anderen Menschen schlechter geht, dann geht es mir automatisch gut. Wenn ich sehe, dass anderen Menschen besser geht, dann geht es mir automatisch schlecht. Komisch, ne? Und dann lassen wir uns natürlich dann auch drauf ein. Ne? Ach ja, jetzt in Afghanistan sind so viele umgekommen. Und dann zücken wir unser Portemonnaie und spenden auch was. Ne? Ah, denen geht es ja wirklich schlecht. Ne? Und den anderen geht es auch so schlecht. Ne? Und wo es den Menschen besser geht, das kriegt man nie zu hören. Dass es da ein paar Klöster in Thailand gibt oder auch im Himalaya gibt, wo die Menschen vollkommen glücklich und zufrieden sind, wo liest man das? Ne? Und dann müssen wir nämlich uns fragen, warum sind wir so unglücklich? Ne? Warum sind wir ständig unzufrieden? Warum passt uns dieses nicht und passt uns jenes? Warum? Mal fragen. Mal reinschauen. Weil wir ständige Erwartungen haben, wie jetzt gerade dieser Moment sein müsste. Ne? Egal, ob das jetzt bei Samadhi ist, da denkt man, ne, da haben wir eine Erfahrung von vor 3 Jahren und die suchen wir. Und wir können bis zum Ende unseres Lebens oder zum Ende dieses Äons unzählbare Zeiten suchen und wir werden diesen Moment nie wieder finden, weil jeder Moment sich vom anderen Moment unterscheidet. Es gibt keine 2 identischen Momente. Und es gibt zwar keine 2 identischen Erfahrungen. Jede Erfahrung unterscheidet sich von der anderen. Also brauchen wir doch gar nicht danach zu suchen. Sondern wir überlegen uns, was hat uns zu dieser guten Erfahrung gebracht? Aha, ich habe mich an mein Buddha festgeklammert, also. Und dann habe ich auch mein Samadhi gehabt. Dann habe ich meine Erfahrung gehabt, dass das Glück und die Zufriedenheit wirklich im Herzen ist. Diese werden nirgendwo anders zu sehen. Da, 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 immer wieder. Ne? Und so habe ich mich auch trainiert. Ne? Ganz am Anfang. Was willst du? Ja? Willst du das machen? Okay, aber erst setz dich hin und meditierst, ne, und schaust, ob du das, was du da suchst, auch bei dir findest. Ne? Wenn du es da findest, dann kannst du das gehen. Ne? Und ich habe es jedes Mal gefunden, ne? Was auch immer ich gesucht habe. Wenn ich einsam gewesen bin und wollte Zweisamkeit, ne,
Und ich sagte, okay, jetzt schau erstmal, ob das Waffen ist. Und dann habe ich es gefunden. Und dann brauchst du nicht mehr kriegen. Das ist der Nebeneffekt. Und irgendwann kriegen das die Kilesas dann schon mit. Sagen, nee, jetzt lieber nicht hinsetzen, sonst findet er das. Ne? Können wir das ja finden. Ne? Aber es ist interessant. Ne? Am Anfang kennen sie ja den Trick noch nicht. Sind ja genauso dumm wie wir. Oder sind genauso klug wie wir. Die lernen nämlich genauso mit uns mit. Ne? Und am Anfang sind sie sagen, Samadhi, haben sie noch nie was gehört? Ja, könnte man ja mal machen. Und dann lassen sie sich drauf ein und plötzlich sind sie im Samadhi und das nächste Mal geht schon nicht mehr. Wissen Sie, Ahan, das ist nicht das Richtige. Da sind wir nämlich außen vor. Ne? Da haben wir nichts mehr zu melden. Und das nächste Mal lassen sie uns nicht mehr ein. Nichts da. Machen sie. Sagen sie, nee. Letztes Mal hast du es aber doch so gemacht, ne? Und wir fallen drauf rein. Machen wir es nämlich so und passiert gar nichts. Und dann sagen sie uns, letztes Mal hast du aber so gemacht. Nein. Und ständig lenken sie uns ab. Ständig führen sie uns an der Nase, ne? Sobald sie mal gerochen haben, da ist Gefahr, ne? Dann lassen sie uns das nicht machen, ne? Und solange sie wissen, ob das hat überhaupt keine Gefahr, ne? Dann lass den ruhig machen, ne? Untersucht jemand, denkt jemand über den Körper nach, bis zum Ende seines Lebens, ne? Das lassen die ihn ruhig machen. Und sagen, toll, 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 klopfen ihm auch noch den Rücken, auf die Schulter, ne? Hast aber gut gemacht, hast aber fleißig gehabt. Und du weißt ja ganz genau, da bist du wieder den Kilesas auf den Leim gegangen, ne? Hast nämlich gar nichts erreicht. Weil wenn du wirklich den Körper nämlich mal untersuchst, ne? Was da hochkommt, ist ganz, ganz unangenehme Gefühle und Hass. Und dann weißt du nämlich, aha, jetzt bin ich an der richtigen Stelle, ne? Das mögen sie nicht, ne? Das ist nämlich die Reaktion des Körpers, der Kilesas, nicht? Wenn das da mit dem Körper sieht, das sieht das einfach so, wie es will, ne? Aber das geht einfach, wenn wir den Körper untersuchen, geht es gegen die Vorstellung der Kilesas, ne? Die wollen den Körper als was Schönes betrachten, ne? Der ist ja so toll, ne? Die wollen ja nicht sehen, wie er altert, ne? Deswegen schauen wir uns auch die Bilder an, als wir jung gewesen, wenn wir älter geworden sind. Ne? Ach, so sah ich mal aus, so sah ich mal aus. Ne? Und dann auch die Freunde um uns herum sind auch noch alle so jung. Ne? Ja. Und dann haben sie uns schon wieder. Ne? Wenn wir nämlich anfangen, den Körper zu untersuchen, wenn wir den Körper mal in seine Einzelteile zerlegen, ja, dann kommen sehr unangenehme Gefühle hoch. Und die unangenehmen Gefühle kommen nicht dadurch hoch, dass wir den Körper anschauen, sondern dass die Kilesas das nicht haben wollen, nicht sehen wollen. Die wollen es einfach nicht sehen. Die wollen sehen, dass dieser Körper unser ist und ausbaffbar. Ne? Und wenn die plötzlich merken, dass der Körper nicht unser ist, ne, dass er der Vergänglichkeit unterworfen ist, dass er der Krankheit unterworfen ist, dass er im Altern unterworfen ist, dass er im Sterben unterworfen ist, das wollen sie nämlich gar nicht wahrhaben. Und deswegen kommen sie dann hoch und reagieren bösartig. Und die können manchmal wirklich bösartig reagieren. Ne? Kommen da wirklich ganz hoch. Da muss man nämlich aufpassen, ne? Wenn man eine Körperuntersuchung macht. Oder auch bei Schmerzen, ne? Wenn man Schmerzen untersucht, ne? Kommen sie nämlich auch ziemlich bösartig hoch. Machen sie und drücken sie und drücken sie und drücken sie, solange bis wir aufgeben. Wenn wir aufgegeben haben, sind sie zufrieden und lassen uns in Ruhe. Ist nämlich so, war gerade eben extremer Schmerz, und dann haben wir auf mit der Meditation oder unserer Praxis und plötzlich, wo ist der Schmerz? Fort. Machen wir. Solange wir das machen, was sie wollen, ist alles okay. Ne? Aber wenn wir gegen sie angehen, wenn wir ihre Macht unterminieren, ne, dann fangen sie an. Ne, dann drücken sie und drücken sie und drücken sie. Ja, und dann sagen uns, wir müssen uns ja bewegen. Ne? Das ist ja automatisch so. Ne? Der Körper muss sich ja automatisch bewegen. Der kann ja nicht auf einer Stelle ruhig sitzen. Ne? Natürlich kann der. Bis zu 7 Tage kann er, ohne sich zu bewegen, ohne einen Muskel zu bewegen, kann der sitzen. Ne? Du brauchst auch nicht trinken, du brauchst auch nicht aufs Klo. Ne?
Aber so Gläser sagen, nein, nein, jetzt muss ich aufs Klo. Ne? Jetzt ist gerade interessant, sind wir gerade in der Untersuchung drin oder gerade am Samadhi dran, und dann sagen sie, jetzt muss ich aufs Klo. Ne? Und dann sagen wir natürlich, das ist klar. Ne? Und dann rennen wir aufs Klo. Und dann können wir wieder anfangen. Und dann interessanterweise, bei manchen ist das dann so, ne? Dann haben sie gerade dann wieder eine halbe Stunde meditiert und müssen sie wieder aufs Klo. Und wieder aufs Klo, und wieder aufs Klo. Anstatt dass man sich fragt, was soll denn das? Ich kann doch auch, wenn ich im Zug bin oder im Flugzeug bin, kann ich doch auch mal 2 oder 3 Stunden lang ohne aufs Klo gehen. Aber dann fangen sie ja nämlich an zu drücken. Ne? Weil sie sind ja im Grunde genommen, sie sind der Macher des Körpers. Ne? Sie erzeugen die unangenehmen Gefühle, sie erzeugen den Druck auf der Blase. Wunderbar. Ne? Und dann fahren wir drauf rein und sagen, ja, das ist so, ne? Anstatt dass wir die Dinge mal untersuchen. Aber da muss man halt dann halt so ein bisschen etwas bestimmt sein. Ne? Sagen, nö. Okay, wenn du jetzt in die Hose machst, dann machst du in die Hose. Ne? Mal schauen. Und ich garantiere euch, die macht nicht in die Hose. Aber das mal auszuprobieren, das mal wirklich auszutesten. Ne? Dann hat der Mahabur das gemacht. Er hat gesagt, ja, die kamen dann an. Ne? Nachdem ist er gerade 6 Stunden gesessen, ne? Und er wollte die Nacht durchsetzen. Dann haben sie gesagt, jetzt muss ich auch aufs Klo. Ich sagte, okay, dann mach halt hier. Wenn du das unbedingt musst. Und nix, ne? Musste nicht aufs Klo, hat nicht in die Hosen gemacht, ne? Obwohl er 12 Stunden durchgesessen ist, ne? Das geht nämlich dann automatisch. Der Körper kann das schon ab, ne? Aber wir sind halt zu weich, ne? Wenn der Körper, sobald der Körper reagiert, dann rennen wir zum Doktor, ne? Dann müssen wir gleich Schmerztabletten oder das, da ist was nicht in Ordnung oder dort ist was nicht in Ordnung. Und dann müssen wir halt sofort rennen, ne? Ja, das ist ja wichtig, ne? Wenn ich nicht gleich zum Arzt gehe, dann kann das ja chronisch werden oder sowas, ne? Und schon sind wir beim Doktor, ne? Ja. Wir glauben, wir fahren voll ab, ne? Wir haben, die Kleser sind unser Fan Nummer 1, ne? Und wenn der was sagt oder wenn der was tut, ne? Ja, ja, ja. Schreiben wir nur ja, ja, ja und Amen, ne? Anstatt zu sehen, anstatt zu überprüfen, na, ihm mal ein bisschen auf die Finger klopfen, mal ein bisschen Bilanz zu ziehen, hey, was machst du da eigentlich? Ne? Ist es denn alles da richtig, was du mir dazu sagst? Ne? Und dann sehen wir, da klopfen wir ihm einmal auf die Finger, sehen wir, dass er uns angelogen hat, dann klopfen wir ihm ein zweites Mal, dann sehen wir uns, dass er angelogen hat, und ein drittes Mal, und dann 99%, da hat er nicht recht, ne? Und wir glauben ihm trotzdem nochmal. Und dann haben wir das selber gesehen, dass er die meiste Zeit nicht recht hat und trotzdem fallen wir noch drauf rein. Und sagt uns, das ist aber nicht so, das ist jetzt ganz anders. Und schon wieder fallen wir auch drauf rein. Nein, das war doch so, ne? Und so. Und das funktioniert doch wirklich, ne, wenn ich das so mache, ne? Und wenn ich dahin gehe, ne, das funktioniert wirklich, ne? Und dann komme ich auch zu meiner Ruhe. Ja, wenn wir hier nicht zur Ruhe kommen, wo kommen wir dann hin? Die Ruhe findet doch im Herzen statt, wo immer der Körper hintun, ne? Da findet doch die Ruhe statt. Wir wollen einfach glauben. Ne? Deswegen glauben ja die Christen auch alle an den lieben Gott, ne? Und auch, dass sie in den Himmel kommen. Weil sie es glauben wollen, ne? Wenn sie dann anstatt dessen mal die Bergpredigt lesen, dann merken sie nämlich ganz klar, dass sie einfach der Predigt von Jesus gar nicht folgen können, ne? Weil es so hart ist. Und warum hat er das gesagt, wenn alle in den Himmel kommen? Ne? Das ist doch interessant. Nur weil wir glauben wollen, ne? Wir glauben, wir sind gut und dann denkt man, wir sind gut. Ne? Und dann kommt jemand her und sagt, wir sind nicht gut. Ne? Und sofort Dukkha. Ne? Immer wieder Dukkha, immer wieder Dukkha.
immer wieder Unzufriedenheit, immer wieder Rastlosigkeit, wo auch immer wir hintreten. Wenn wir ständig wollen oder nicht wollen. Wenn wir mit dem zusammen sind, was wir lieben, und es geht weg, Dukkha. Wenn wir mit dem zusammen sind, was wir im Licht lieben, Dukkha. Wo auch immer wir hinschauen, Dukkha. Und der einzige Weg aus dem Dukkha raus ist der Weg von Sila, Samadhi und Panna. Sila sind die 5 Tugendregeln, Einhaltung der 5 Tugendregeln. Samadhi ist die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Und wir müssen es irgendwie schaffen. Wenn wir nicht, wenn wir den Geist nicht konzentrieren können, dann ist alles andere umsonst. Wir müssen es schaffen, diesen Geist zu konzentrieren, auf einen Punkt zu bringen. Und dazu brauchen wir einfach diese Geistesgegenwart. Wir müssen auch sofort sehen, wenn der Geist denkt. Oder wenn der Geist sich erinnert. Oder wenn ein Gefühl hochkommt. Diese Geistesgegenwart braucht man. Und Samadhi hat so viele Früchte. Man braucht für die meisten Menschen reicht das doch vollkommen aus, dass sie ein einigermaßen zufriedenes Leben haben. Wenn sie einmal am Tag nur von einer Stunde lang in Samadhi zurückziehen können, dann ist doch ihr Leben schon fast gegessen. Eine Stunde Ruhe, Zufriedenheit, Glück. Keine Angst mehr, keine Sorgen, keine Nöte. Nur mal für eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang. Und manchmal reicht es aus 5 Minuten. Und schon ist unser ganzer Tag rosarot. So wenig brauchen wir eigentlich zum glücklichen Leben. 5 Minuten am Tag. Vom wirklichen Glück, ne? Aber das meiste, was wir häufig bekommen, ist 5 Minuten von richtigen Dukkha, ne? Von dem, was uns überhaupt nicht passt, ne? Und dann ist unser ganzer Tag gelaufen. Aber negativ gelaufen. Das fährt in unseren Tagesablauf ein, ne? Diese Stimmungsschwankungen, ne? Und diese Stimmungsschwankungen rühren ja von diesen Gefühlen her. Stimmungsschwankungen sind ja an sich keine Gefühle, sondern sie sind ja aufgebaut. Sie sind ja aufgebaut aus Erinnerung, aus Gedanken und Gefühl. Die formen zusammen einen Schneeball. Und je länger der Schneeball rollt, umso größer wird unser Gefühl. Das erste ist mal ein Gedanke. Den Typ mag ich nicht. Und dann kommt eine Erinnerung. Gestern war er ganz, ganz blöd zu mir. Und dann schon wieder mehr. Und dann denken wir wieder. Und dann erinnern wir wieder. Und jedes Mal wird das Gefühl immer stärker, immer stärker, immer stärker, immer stärker. Solange wenn wir den dann sehen, eins in die Fresse hauen. Gibt es ja so ein schönes Beispiel, ne? Von jemand, der sich bei seinem Nachbarn Hammer ausleihen will, ne? Und er klopft an die Tür und der Nachbar ist nicht da und dann geht er wieder zurück und dann denkt er, ach, der Nachbar hat mich aber gestern so komisch angeschaut, ne? Vielleicht mag der mich ja nicht, ne? Und dann überlegt er sich Tage vorher und immer sieht er nur die negativen Situationen, wo er den Nachbarn da erlebt hat, ne? Und dann irgendwann staut sich sein Hass, wird er immer mehr mit jeder Erinnerung, die mehr wird der Hass immer mehr und immer mehr und immer mehr, ne? Und dann kommt der Nachbar nach Hause, ne? Und dann klopft er an der Tür und schreit dann, ihren Scheißhammer können Sie behalten. Und der weiß von gar nichts. Das ist nur aus der Erinnerung hochgeholt, ne? Jede Situation. Und dann kommen natürlich alle nur die negativen Situationen hoch, ne? Und dann, ne? Was wissen wir da, was der da gedacht hat, ne? Der ist an uns vorbeigelaufen, weil er genauso wie wir in seine Gedankenwelt, ne, versunken war, ne? Genauso wie Hans Kuck in die Luft, ne? Das sieht auch nur das, was da oben läuft, ne? Und das hat uns halt einfach nicht gesehen, ne? Das war aber doch keine Absicht, ne? Aber wir interpretieren alles, wir beziehen alles, was wir sehen, auf uns, ne? Sofort. Der mag mich nicht, der hat mich nicht angeschaut. Ist das so, oder? Oder denk gerade,
wenn uns jemand böse anschaut, ne, dann denkt man auch, ja, der schaut uns aber böse an. Und der denkt auch gerade an irgendwas, ne, was an Erlebnis, das er gerade einen Tag gehabt hat. Das hat auch mit uns nichts zu tun. Aber sofort, ja, habe ich mich jetzt nicht richtig verhalten, oder? Sofort kommt's hoch, ne? Was habe ich jetzt falsch gemacht, ne? Gar nichts haben wir falsch gemacht. Wir waren nur nicht bei uns. Ne? Das Einzige, was wir falsch machen, wir haben nicht genug Sati gehabt. Ne? Dass wir nicht gesehen haben, dass der Gedanken, Erinnerung und Gefühle dann und eine Emotion hochwirken. Ne? Das haben wir nicht gesehen. Ne? Das haben wir falsch gemacht. Nicht, was der andere falsch gemacht hat. Wir haben einfach nur nicht diese Kette gestoppt. Und das ist wirklich wie eine Lawine. Je häufiger sie sich umdreht, ja, umso größer wird unsere Emotion. Ob das jetzt so ein Hass ist oder Gier ist oder irgendwas. Ne? Oder bei Liebe ist es ja auch so. Ne? Je häufiger ich darüber nachdenke, umso kräftiger wird das. Ne? Und dann sind wir schon in der Bredouille. Und dann müssen wir das nämlich halt, den Schneeball dann wieder hochrollen, dass wir das halt alles wieder weg. Ne? Wieder den Schnee verteilen. Ne? Dahin, wo es hingehört. Und das ist natürlich nicht einfach. Das zu sehen, was wir da machen können mit dem Buddha, 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 ne, ist diese ganze hochkommende Emotion, ne, mit Buddha, 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 Buddha verlangsamt. Ne, solange bis es wieder da ist. Ne. Und dann sehen wir, der erste Gedanke, der wieder in dieselbe Richtung geht, fängst du langsam an zu kochen. Ne. Wenn ihr merkt, wenn ihr Wasser auf dem Herd habt, ne, und ihr merkt, es kocht, dann dreht halt das Feuer runter. Dann kühlt es wieder langsam aus, ne? Und dann fangen die Gläser wieder das Feuer hochzudrehen und dann fängt es wieder an zu kochen. Und dann drehen wir wieder mit dem Butter, dann drehen wir das Feuer runter und dann wird es wieder kühler und dann drehen die Gläser wieder hoch. Ne? Und das ist ein ständiges Spielchen. Ne? Und dann müssen wir halt schauen, ne? Wenn den Gläser auf die Finger klopfen, wenn sie diesen Gedanken wieder hochholen, der das Feuer hochdreht. Ne? Sag nichts da. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dieses nicht mein Selbst. Ne? Und ich will lieber was anderes denken. Und dann setzt man nämlich einen anderen Gedanken ein. Wenn ein Gedanke des Hasses hochkommt, dann setzt man einen Gedanken der Liebe. Dann kann ich sagen, möge er glücklich sein. Warum soll er nicht glücklich sein? Dann können wir uns auch wünschen. Möge er zufrieden sein. Und dann ist schon der Hass oder diese unangenehmen Gefühle oder dieser Ärger gegenüber der anderen Person weg. Dann kommt zwar wieder und dann sagt man wieder, möglichst glücklich sein. Solange bis es funktioniert. Ne? Ja, aber am Anfang halt ein bisschen länger machen, aber irgendwann geht's noch. Ne? Das ist nämlich auch noch ein Mensch. Ne? Jeder von uns ist ein Mensch. Und auch wenn es Tiere sind. Alles Wesen. Ne? Und jedes Wesen hat dieselben Schwierigkeiten wie wir. Nicht, dass wir sind die einzigen Wesen, ne? Jeder von uns ist ja der, dem es am schlechtesten geht. Ne? Mir geht es wirklich am schlechtesten. Ne? Und dann reißen sich die Leute darum, wem es schlechter geht. Weil ne, wem es besser geht, ne, das macht man nicht. Ne? Das ist immer negativ. Ne? Und mir geht es aber besser als dir. Wirklich versuchen, ne? Wir können nämlich alles ersetzen. Wenn wir das Ersetzen lernen, wenn wir das Buddha lernen, dann kann man alles ersetzen. Ne? Kommt ein Gedanke hoch, können wir den ersetzen. Ne? Kommt ein Gedanke des Ärgers hoch, können wir den ersetzen mit Buddha. Dann brauchen wir vielleicht 10 oder 20 Buddha, ne? Und dann ist der Gedanke erstmal, kommt er nicht so schnell. Ne? Und dann kann man anderen Gedanken einsetzen. Gedanken des Mitgefühls oder der Mitfreude oder des Wohlwollens, was auch immer. Gegenüber dieser Person oder dieser Gelegenheit. Ne? Und dann ändern wir doch unsere Sichtweise. Ne? Genauso wie wenn eine schwarze Brille aufhört, dann könnt ihr doch auch eine hellere Brille aufsetzen. Dann seht ihr auch mehr. Ne? Nein, ich mag meine schwarze Brille. Es schaut cool aus mit meiner schwarzen Brille. Ich will ja auch eigentlich nichts sehen. Ne?
Das ist ja das Prinzip von Avicii. Ich will nichts sehen, ich will nichts verstehen. Ne? Ich will in meiner Illusion leben. Ne? Ich will nicht enttäuscht werden. Ne? Ich will in meiner Täuschung leben. Ne? Enttäusch mich ja nicht. Ne? Sag mir doch immer, du enttäuscht mich. Du zeigst mir die Wahrheit. Ne? Im Grunde genommen müssen wir doch dankbar sein. Danke, dass du mich enttäuscht hast. Danke, dass du mir die Wahrheit gezeigt hast. Weil wir leben in Täuschung. Wir täuschen uns ja ständig. Ne? Warum ist das was Negatives? Ne? Einem die Illusionen rauben. Ne? Du hast mir die Illusionen geraubt. Ich habe gedacht, ich werde Millionär. Und dabei liegt er da auf seinem Sofa und träumt nur, dass er Millionär wird. Ne? Und dann sagt man, wenn du nicht arbeitest, dann wirst du kein Millionär. Ne? Und sagt, du nimmst mir meine Illusionen. Du bist ein böser Mensch. Also einfach nur ein bisschen übertrieben, aber um den Punkt zu machen. Schaut es nächstes Mal an, wenn ihr das Gefühl habt, euch enttäuscht jemand. Ne? Schaut euch an, was er gemacht hat. Ne? Hat er euch ein Stück von eurer eigenen Wahrheit gezeigt? Hat er euch gezeigt, ne, wo ihr etwas verändern könnt? Ne? Und dann werdet ihr fündig werden. Ne? Kann ich euch garantieren. Ich bin immer fündig geworden. Was auch immer ich dem anderen nicht gemocht habe, das habe ich bei mir gefunden. Aber das ist ja auch das Gegenteil. Manchmal habe ich auch was in dem anderen gefunden, was ich noch nicht gehabt habe. Und sagt, oh, das ist schön, das möchte ich auch haben. Wie macht man das? Wir haben gefragt, wie machst du das? Und so und so und so. Und wenn das gestimmt hat, ne? Okay, machen wir mal. Ne? So wie man ja auch, wir glauben ja auch den Professoren in der Universität, ne? Wir sagen, so und so geht das, ne? Wenn du das so ableitest oder so machst, ne? Dann kommst du zu dem Ergebnis. Und dann machen wir es, ja, ist doch alles klar, ja, kommen wir zu demselben Ergebnis, ne? Und so kann man sich auch die guten Eigenschaften von anderen Menschen aneignen. Ne? Ja, also jetzt waren wir bei Samadhi stecken geblieben und jetzt kommen wir noch zu dem dritten Teil der Untersuchung. Was müssen wir untersuchen? Die fünf Kandas, die fünf Gruppen. Die Gruppe des Körpers ist die schwierigste. Und da hängen wir. Wir sind der Körper. Und der Körper ist ich. Und dann ist das finished. Finito. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und das muss man, das, da müssen wir einen Keil reintreiben. Das heißt, wenn ich tot bin, dann sterbe ich. Und wenn ich der Körper bin, dann bleibt nichts mehr übrig. Wenn ich sterbe. Und warum versuche ich denn überhaupt was Gutes zu machen? Macht doch keinen Sinn. Man kann mir doch alles nehmen, was ich will. Wenn ich dann nicht mehr existiere, nach dem Tod. Wenn das da keine Konsequenzen hat. Wenn ich der Körper bin, und der Körper stirbt, und das wissen wir alle. Ne? Wir sind die Leute sterben. Ne? Unsere Verwandten, unsere Eltern werden irgendwann mal sterben. Und das sehen wir. Da sehen wir den Leichnam. Und wenn dann alles aus ist, ja, warum sollen wir denn eigentlich gut sein? Ne? Wenn wir nicht irgendwo im Inneren drin das Gefühl hätten, ja, wir leben doch noch weiter. Ne? Wir haben doch immer irgendwo, ne? wenn wir ein bisschen reflektiv oder kontemplativ veranlagt sind, dann haben wir doch das Gefühl, im Grunde genommen, ich bin ewig. Ne? Ich bin ewig. Ne? Das ist nicht, da ist ja irgendwas so ein Gefühl, so ein Untergrundgefühl, dass ich eigentlich ewig bin. Ne? Das ist ja das, was sich dann auch ausdrückt. Deswegen, und dann haben wir den Körper und dann vergeht der, ne? Und dann hängen wir dran und da dachte ich, ich bin doch eigentlich ewig, warum vergeht das jetzt? Ne? Nein, das ist was anderes, was ewig ist.
Und das ist das Citta. Und das Citta geht von einem Körper zum anderen. So wie der Autofahrer, wenn sein Auto zu Schrott ist, dann holt er sich ein neues Auto. Und dann holt er sich wieder ein neues Auto. Und wieder ein neues Auto. So ist das Citta, der ewige Tourist. So wie wir von einer Stadt zur anderen gehen oder von einem Land zur anderen gehen. Oder jetzt versuchen sie dann auch von einem Planeten zum anderen zu gehen. So geht unser Citta von einem Körper zum nächsten. Und das Citta ist ewig. Das Citta ist nicht etwas, was vergeht. Aber das hat mit dieser Vergänglichkeit auch nichts zu tun. Ne? Das hat sich die Dinge nur angezogen. Das hat sich Dinge sich nur angeeignet, die vergänglich sind. Ne? Und genauso wie jemand, wenn man das jetzt in Vergleich nimmt, das ist jemand, ein Mensch, ne, der ewig leben wird, ne, und der spielt ein Computerspiel und das dauert halt 2 Stunden oder 5 Stunden oder 7 Stunden und danach ist es vorbei und dann ist er auch traurig. Ne? Dann muss er das nächste einspielen, aber im Grunde genommen derjenige, der vor diesem Computer sitzt und spielt, ne, der ist ewig. Und derjenige, der vor unserem oder in unserem Körper sitzt, ne, der ist auch ewig. Ne? Der nimmt halt einen Körper nach dem anderen. Genauso wie die Computerfreaks dann ein Spiel nach dem anderen reinschütteln. Ne? Jedes Mal, wenn es zu Ende ist, ist es schade. Ne? Und dann kommt die Langeweile hoch und dann gleich tun sie das nächste rein. Oder bei anderen, bei Musikfreaks, dann tun sie gleich die nächste Scheibe drauflegen. Ne? Ist doch wurscht, was das ist. Ne? Auf so einem Computerspiel oder wenn das eine Buch, dann das nächste Buch muss gelesen werden. Ne? Und dann lesen wir das nächste Buch. Und dann wieder das nächste Buch. Und wieder das nächste. Was auch immer wir gerne machen. Ne? Ob man nun kochen, ob man Freude haben am Kochen oder Freude haben am Bücher lesen oder am Musik hören oder was auch immer. Wir müssen immer was machen. Ne? Das eine geht vorbei und das nächste fangen wir wieder an. Ne? Haben wir das eine Essen gekocht, dann müssen wir schon wieder das nächste auch kochen. Ne? Und haben schon wieder bei diesem Essen schon wieder Ideen fürs nächste Essen gesammelt, ne? Was wir da verändern wollen. Und diese Veränderung, das ist genau das, was uns das vormacht, als ob die Dinge anders wären. Der Geschmack von Salz ist Salz. Der Geschmack von Zucker ist Zucker, süß. Ne? Der Geschmack von Pfeffer ist scharf. Jetzt mischst du die 3 zusammen, hast du wieder einen neuen Geschmack. Und je nachdem, wie viele Teile Pfeffer, Salz und Zucker du nimmst, ne? Jedes Mal hast du wieder einen anderen Geschmack. Jedes Mal glaubt man, das ist was anderes. Und dann fahren wir drauf ab. Jedes Essen, ne? Was ist das 7 Geschmäcker? Das ist das, was gibt's noch? Bitter gibt's noch. Dann gibt's noch scharf, habe ich schon gesagt. Fettig, süß, sauer. Ne? Ja, nur diese Kombination. Ne? Alles Essen, ne? Besteht aus dieser Kombination. Ne? Und warum liebt man das eine und das andere nicht? Das hat alles in sich. Ein bisschen Salz, ein bisschen Fett, ein bisschen süß. Ne? Weil rohen Zucker, das ist erstmal auch noch. Ne? Das muss schon noch mit was anderem gemischt sein. Das Salz alleine erstmal auch noch. Da muss schon noch was anderes drin sein. Und da fahren wir drauf ab. Wirklich. Und dann versuchen wir eine Kunst draus zu machen, die Kunst des Kochens. Ne? Jedes Mal. Und wen führen wir denn eigentlich an der Nase herum? Uns. Weil der Magen sagt nicht, ne? Dem Magen ist es wurscht, was da reinkommt. Der Zunge ist es nicht wurscht, was da drauf ist. Ne? Der Magen muss es nur verdauen. Ne? Der Magen muss nur draus was machen können. Ne? Ob das jetzt nun Kartoffeln sind, Salzkartoffeln oder anderes, das ist wurscht. Ne? Der macht da aus den Kartoffeln das, was er da draus machen kann. Aus den Karotten, ob die nun weich sind oder hart, der macht das da draus. Ne? Aber unsere Zunge ist das nicht wurscht. Ne? Und so ist es mit allen Dingen. Ne? Ob das nun Musik ist oder Kochen ist oder Buch ist. Ne?
Im Buch sind wie viel Buchstaben haben im Alphabet? 26, ne? Und was macht das Buch daraus? Eine Horrorgeschichte, eine Liebesromanze, eine Schnulze aus 26 Buchstaben. Nur die verschiedenen kombinieren, ne? Und schon glauben wir, das ist wieder was anderes. Und dann schauen wir die einzelnen, die 26 Buchstaben an, aus was die bestehen, aus Weiß und Schwarz. Dann sind wir wieder beim Computer. Ne? Der besteht nämlich auch nur aus ein und aus. Null und eins. Und was sehen wir da? Oh, alles Mögliche. Ne? Was können wir damit machen? Irrsinnig viel, denkt man. Ne? Und wenn wir uns jetzt, wenn ihr mal eine Webcam habt, ne? In eurem Computer, dann schaltet die mal ein und beobachtet, wie ihr das wird. Und dann schaut euch mal eine halbe Stunde von diesem Video an. Und dann schaut euch euer Gesicht auch an. Das muss doch, das ist doch, das kann man sich doch schon alleine vorstellen. Gar nichts mit, ne? Gar nichts mit. Aber wenn da irgendwo so eine hidden Kamera, also eine versteckte Kamera da ist, die uns da aufnimmt und das dann über den Fernsehsender abspielt, die Leute lachen sich schief. Die lachen sich echt schief, ne? Solange das jemand anders ist. Wenn sie sich selber sehen, dann ist das nicht so witzig. Und so passiert es mit allen Dingen, ne? Das ist halt nochmal so ein schönes, witziges Beispiel, ne? Wir müssen uns bei jeder Tätigkeit, ne? Im Grunde bei jeder Tätigkeit mal selber filmen. Und das sehen wir, dann können wir den Witz sehen, ne? In einer Begegnung, ne? Ja, filmen, ne? Wie wir da reagieren, ne? In dieser Begegnung oder jene Begegnung, ne? Oder beim Gespräch, ne? Als ich in Amerika studiert habe, haben wir das mal gemacht, haben wir einen Vortrag, haben die damals schon, das war Anfang der 80er Jahre, mit Videokameras gearbeitet, und haben das aufgenommen. Ne? Musstest du 10 Minuten Vortrag machen, ne? Und dann haben sie es aufgenommen. Da hast du dich selber gesehen und hast gedacht, das gibt's nicht. Ne? Da hast du nämlich dann gesehen, ne? So wie du dann da so suchst, so richtig zappelig bist, oder wie du nervös bist, oder du schluckst, oder dann kratzt, oder das, ne? Das gibt's doch gar nicht. Habe ich doch gar nicht gemerkt. Ne? Das ist eine. Ich würde das mal ausprobieren, gell? Und bist nicht erschrocken? Hm? Ja, ist inzwischen heutzutage auch schon aufgekommen. Ne? Aber das siehst du das, ne? Dann mach das nächstes Mal, wenn du beim Computer spielst. Ne? Schaust dir an, ne? Oder zeigst einen Freund, ne? Der lacht sich schäppst, ne? Und es ist nur, weil die Unruhe, nur unsere Unruhe, wir kriegen da nicht mit, wir sind so beschäftigt mit irgendwas anderem, ne? Dass wir überhaupt nicht das mitkriegen, was wir tun. Und wenn wir es dann anschauen, ne? Und dann verschiedene Situationen anschauen, wenn wir zum Sprechen oder wenn wir telefonieren. Ne? Nehmt euch doch mal auf, wenn ihr mal nur telefoniert, ne, was ihr da alles macht. Ne? Ich denke, das ist hochinteressant. Ne? Vielleicht ist es ja eine Art und Weise, also bei euch mal ein bisschen Achtsamkeit rein zu bringen. Ne? Zu sehen, was wir da so ständig machen. Das Gesicht streichen, die Haare aus dem Gesicht, an die Lippen fassen, ne? Alles Dinge, ne? Kriegen wir gar nicht mit, ne? Und ständig machen das, ne? Ist ja nicht nur so, dass man das einmal in einer Stunde macht, ne? Sondern ständig, ne? Geht ja immer so, ne? Oder so, ne? Oder so. Oder da, und dann da, und dann da, ne? Und dann setzt man sich um, ne? Und das ist nur ein. In einer Stunde, ne? Und das ist dann im Schnellablauf, ne? Video kann man aufnehmen, Schnellablauf durch.
Man kann, ihr könnt das nicht, ihr seht das ja schon im Witz, ne? Seht ihr schon so drin, ne? Und das heißt einfach, unsere Achtsamkeit ist nicht da. Das ist die fehlende Achtsamkeit. Und das ist der Weg hin. Ne? Ich habe das jetzt mal mit dem Salz, ne? mit den sieben verschiedenen Geschmäckern, ne? gesagt. Und bei der Untersuchung oder bei der Entwicklung von Weisheit sind es halt mal erstmal die fünf Kandas. Ne? Beim Körper stehen geblieben. Den Körper zu untersuchen. Das zweite ist das Gefühl. Es gibt drei Arten von Gefühlen. Mit Gefühlen sind nicht Emotionen gemeint. Ne? Das ist ein angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl und neutrales Gefühl. Aber das kann ein Körpergefühl sein oder das kann ein geistiges Gefühl sein. Dann gibt es Erinnerungen. Und das ist das Hauptproblem, die Erinnerung und die Assoziationen. Hören wir etwas, wird es sofort durch Sanya, wird es uns gesagt, das ist das und das ist das. Ne? Das war jetzt eine Maus oder das war eine Schlange, wenn wir im Urwald sind, oder das ist das Telefon oder was auch immer. Und das war die Türglocke, oder das ist ein Glocken oder das ist eine Stimme. Und dann sage ich gleich noch, das ist eine männliche Stimme oder weibliche Stimme. Beim Sehen ist es genau dasselbe. Das ist alles Sanya, das ist alles Erinnerungsfunktionen. Die schaut es an. Ne? Dann geht er mal von abstraktes Bild und dann schaut er an, wie das funktioniert. Ne? Schaut euch mal ein abstraktes Bild an und dann schaut er irgendwie, dass er da irgendwie was da zusammenbastelt. Und dann zählt er nämlich nur Sanya am Arbeiten. Wie das versucht, verschiedene Linien zu einem Objekt zusammenzumachen und dann die Bedeutung daraus sucht. Das ist alles Sanya, das ist alles Erinnerungsfunktionen. Dann kommt noch das Denken, das sind ganz kurze Gedanken, das sind meistens so Ideen, so kurze. Und dann kommt noch Bewusstsein. Bewusstsein ist nichts anderes als, du weißt, es ist irgendwas in deinen Sinnesbereich eingetreten. Ne? Eine Empfindung ist in den Sinnesbereich eingetreten. Ob das jetzt ein Gedanke war, oder ein Gefühl war, oder Erinnerung, oder eine von den Körpersinnen, das sagt nur da ist was. Ne? Und Sanya münzt es um und sagt, das war das, das war jetzt eine Frau, was ich gesehen habe, das war ein Mann, oder das war ein Junge, oder war Älterer, oder war ein Ausländer, was auch immer. Alles Sanya. Wenn wir etwas noch nie gesehen haben, dann merken wir wirklich, wie das rattert. Ne? Sieht man ja bei kleinen Kindern, wenn dann ein Schwarzer kommt, ne, dann fassen die an. Ne? Ist das auch echt die Farbe? Also ich weiß noch, wie wir es gemacht haben. Mein Vater hat einen Freund, der aus Afrika, ein Geschäftsfreund, da kam dann zu Besuch, ne? Da hat sich mein Vater geniert, ne? weil die sechs Kinder, ne? haben den alle angefasst. Geht es nicht weg, das ist nur eine Schuhfarbe. Aber der hat es recht locker genommen. Ne? Das kann man nicht. Ne? Damals gab es ja auch keine Fernseher oder sowas. Ne? Da hatten wir als Kinder das noch nie gesehen und wussten wir gar nicht. Ne? Da hatten wir nur immer Geschichten vom Schwarzen Moor gehört, ne? aber das konnte man sich nichts darunter vorstellen. Und dann sieht man das zum ersten Mal und dann, naja, und die schauen halt etwas anders aus. Ne? Und so ist das. Ne? Das Bewusstsein sagt im Grunde genommen nur uns an. Ne? Das ist nicht das Bewusstsein, wie Leute sagen, ich bin mir bewusst. Das ist nicht das Bewusstsein. Das ist einfach nur, es meldet uns an, da ist ein Sinnesdatum reingekommen. Und dann muss Sanya schauen, über welchen Sinneskanal ist das Sinnesdatum angekommen. Und dann geht es dahin und sagt, aha, hören. Und dann schaut es auch noch nach, was das war. War das jetzt ein Klingeln oder war es ein Ton, war es eine Stimme oder so? Und dann sagt es uns auch noch, welche Sprache das war, wenn wir mehrere Sprachen können. Oder sagt, es ist eine Sprache, die man nicht kennt. Ne? Und das ist die Funktion von Sanya. Ich weiß nicht, wie man Bewusstsein dann anders nennen könnte, dass es das da ist. Aber es ist einfach nur, es sagt nur, es ist etwas in unser Sinnesfeld gekommen. Ne? Mehr ist es nicht.
Und wenn wir natürlich bewusst los sind, dann kommt nichts mehr über unsere Sinneswelt rein. Ne? Aber das heißt nicht, dass wir tot sind, wenn wir bewusstlos sind. Wir kriegen nur nichts mit. Wir wissen nur nicht, was an den Sinnesfeldern angekommen ist. Und das ist dasselbe, wenn wir im Samadhi sitzen. Wenn wir im tiefen Samadhi sitzen. Die können uns bei lebendigem Leibe, können sie uns ein Teil abhacken nach dem anderen. Das kriegen wir gar nicht mit. Die können uns bei lebendigem Leibe zersägen. Ne? Und wir kriegen das gar nicht mit. Wenn wir dann wieder zurückkommen und da ist kein Körper mehr da, dann gehen wir halt weiter. Ne? Ja, so wie ihr parkt euer Auto da draußen, ne? Und dann kommt ein Haufen von Leuten, das ist so ein richtiger kleiner Mob, ne? Mit Säge und Demontierung. Und dann, wenn ihr zurückkommt, ist kein Auto mehr da, sind nur noch die Autoteile da. Was macht ihr? Dann müsst ihr euch auch ein neues Auto suchen. Aber solange ihr hier seid, kriegt ihr das doch gar nicht mit, ne? Ob euer Auto da irgendwas passiert, ne? Ja, und so ist es mit dem Chitta. Wenn das in sich zurückgezogen ist, ne, dann kriegt es doch auch nicht. Weil da ja keine Sinnes drin ist, ne? Wenn natürlich das Auto dasteht, ne, und ihr seht den Mob da kommen, dann kriegt er das natürlich auch mit, ne? Und dann werdet ihr dann natürlich auch böse und vertreibt die wieder, ne? Das ist dasselbe, wenn das Chitta im Körper ist und über die Sinneskontakte das mitbekommt, sehen sie, da kommen welche an und die pieksen uns, ne, und dann sagen wir, fort mit euch, ne? Will ich nicht, ne? Aber wenn das Chitta in sich zurückgezogen seid, oder ihr seid einen Kilometer weiter weg, ne, kriegt ihr auch nicht mit, ob da jemand euer Auto zerlegt. Vielleicht ist es gar nicht mehr da. Ja, ich denke, ist es jetzt klar mit dem, was Bewusstsein ist. Ne? Und das Chitta ist das, was weiß. Dass ein Bewusstseinsdatum angekommen ist. Dass etwas in die Sinne eingetreten ist. Das weiß es. Aber das weiß genauso, dass nichts in die Sinne eingetreten ist. Und das weiß das Bewusstsein natürlich nicht. Das Bewusstsein weiß nicht, wenn nichts in die Sinne eingetreten ist. Das ist nämlich die Funktion von Bewusstsein. Und zu sagen, es ist etwas in Sinnes, es hat Kontakt mit den Sinnen aufgenommen. Etwas, ein Phänomen, irgendein Phänomen hat Kontakt mit den Sinnen aufgenommen. Und das Chitta weiß, dass das Bewusstsein etwas in das Sinnesfeld gekommen ist, oder es weiß, dass nichts in das Sinnesfeld gekommen ist. Wenn wir nämlich im tiefen Samadhi sitzen für ein paar Tage, dann weiß es das auch. Ne? So. Und deswegen, und das Bewusstsein kommt und das Bewusstsein geht. Ne? Weil wir sagen ja auch nicht, wenn wir bewusstlos sind, dass wir dann tot sind. Dann kriegen wir einfach nur nicht mit, ne? Oder wenn wir irgendwo eine Operation haben und die schießen uns voll mit diesem, wie heißt das, mit dem Tranquilizer? Nicht Tranquilizer, was ist das? Anästhetikum oder was auch immer. Was? Ja. Sodass wir also vollkommen nichts mehr mitkriegen. Ja, wenn wir aufwachen, dann kriegen wir wieder mit, ne? Und wo war das? Sind wir dann gestorben, oder? In der Zeit, wo sie uns voll gepumpt haben. Und dann haben sie nämlich unseren Körper wieder in Ordnung gemacht, ne? Haben sie operiert, aufgeschnitten, zusammengenäht. Und dann machen wir wieder auf und dann ist er anders, ne? Und wo war das Bewusstsein? Weg. Hat man nämlich ausgeschaltet. Das ist aber auch ganz klar, ne? Das ist doch über die Nerven. Das hat doch die Medizin herausgefunden, wenn man die Nerven lahmlegt. Und da gibt es gewisse Gifte, die Nerven lahmlegen. Ja, dann kann man auch ohne Schmerzen operieren. Aber das heißt doch nicht, dass wir dann tot sind. Das muss man verstehen. Das Chitta ist was anderes. Das Chitta weiß nur. Das Chitta weiß, das Bewusstsein ist entstanden und das Bewusstsein ist nicht da. Und das Bewusstsein ist nichts anderes als es ist etwas in den Sinnes, in die Sinnesphäre oder es ist etwas in Sinneskontakt gekommen. Es hat etwas, ein Phänomen hat Kontakt mit den Sinnen aufgenommen. Das ist das, was uns Bewusstsein sagt.
Und dann arbeitet Sanya, dann arbeitet Erinnerung, was war das jetzt genau? Ne? Der schaut nach erstmal, genauso wie der Computer nachschaut, ist es über die Tastatur reingekommen oder über die Maus oder über den Serial Port oder was auch immer oder über das Internet oder über die Netzverbindung. Wo ist der Kontakt reingekommen? Dann schaut der Computer an all seinen Ports und all seinen Außenstellen an und dann sagt er, aha, da ist reingekommen. Und dann fängt er an zu analysieren, was ist denn da reingekommen. Ne? Und dann weiß er, ja, okay, da ist jetzt gerade ein Message reingekommen oder eine Meldung reingekommen oder nicht. Ne? Und so sagt uns die Erinnerung dann, und das ist innerhalb von einer halben Millisekunde, ne, was es gewesen ist. Ne? Unheimlich schnell. Passiert ratzfatz. Wir sehen was und sofort ist da. Ne? Wir hören was, sofort ist da. Brauchen wir gar nicht überlegen. Weil wir das nämlich alles schon, als wir kleine Kinder waren, programmiert haben. Da haben wir nämlich die Verbindungen, die Synapsen, ne? Wie heißt das so schön? Ich glaube, das heißt Synapsen, gell? Im Gehirn aufgebaut, ne? Dass die Verbindung steht. Ne? Das heißt aber nicht, dass die für ewig stehen. Ne? Wir können sie auch wieder umprogrammieren. Die eine Synapse, die eine falsche Verbindung haben, ne, die können wir auch wieder umprogrammieren. Eine neue Synapse legen, ne? Neue Verbindung legen. Und dann haben wir irgendwann mal erkannt, ne, dass ein bestimmtes Verhalten von uns nicht richtig ist oder immer nur zu Dukkha führt, dann kann man diese Verbindung rausoperieren. Sagen wir, machen nicht mehr. Und wenn man das länger mal nicht gemacht hat, dann verschwindet es auch wieder. Und zum Schluss wollen wir das gar nicht mehr. Es ist nicht so, dass es dann ein ROM, Read-Only Memory ist, nein. Unser Gehirn, nein, das ist veränderbar. Das kann man umprogrammieren. Das ist nämlich REM, Random Access Memory. Ne? Da kann man jedes Programm reinlegen. Ne? Man kann Programme sehen, unser Verhalten, wenn ich von Programmen spreche, dann ist es das Verhalten. Das Verhalten führt immer zu Dukkha, also weg mit dem Verhalten, ne? Rausgeschmissen aus dem Computer. Das Programm darf nicht mehr ablaufen. Ja, und wie kann es uns dann nicht besser gehen? Wenn wir alle Programme rausschmeißen, aus unserem Hirn, die zu Unzufriedenheit führen, ja, dann können wir doch nur noch zufrieden sein. Oder? Aber das ist natürlich ein bisschen mühselig. Ne? Dann geht man da lieber zum Arzt, ach, gib mir eine Spritze, das ist einfacher. Die Spritze des der Glückseligkeit, ne? Gib mir mal eine. Und deswegen hängen ja die Leute dann auch dran, ne? An Morphium und Heroin oder was auch immer oder Kokain, ne? Weil das sind für ein paar Minuten ein Gefühl der Glückseligkeit. Ne? Sonst würden die doch nicht dran hängen, oder? Aber dann brauchen wir wieder was, ne? Und dann brauchen wir wieder was. Und dann brauchen wir immer öfters, ne? Weil die Wirkung dann dieser Droge dann einfach nachlässt, ne? Wir brauchen immer stärker Drogen und zum Schluss immer kaputt. Und das kann man selber machen. Da braucht man gar nichts von diesen Drogen. Da kann man alles mit Achtsamkeit machen. Oder dieser Geistesgegenwart. Und da suchen wir unsere Programme, sehen, aha, das ist unheilsam, führt zu unheilsamen Ergebnissen, raus. Dann passen wir auf. Dann passen wir vielleicht 10 oder 100 Mal oder 1000 Mal auf und dann ist das Programm, und dann folgt man dem Programm nicht mehr und dann ist das Programm auch draußen. Kommt es nicht mehr. Weg. Dann haben wir schon wieder einen Stachel rausgezogen. Ne? Und dann suchen wir nach dem nächsten Stachel. Der Stachel, wo die meisten Menschen draufdrücken, ne? Und wo es bei uns immer abgeht. Und dann ziehen wir den raus. Ne? Und je mehr Giftstachel wir da rausgezogen haben, umso besser muss es doch uns gehen. Ist doch ganz logisch. Ja, alles einfach. Zu erklären. So, und damit höre ich auch ab. Ne? Ihr seid schon ein bisschen auf der Ohr. Das war jetzt auch ein längerer Vortrag. Ne? Der Körper ist unser Gefängnis.
Weil das Chitta ist da drin verfangen, genauso wie derjenige, der vom Computer sitzt, ne, und nicht mehr loskommt. Ne? Bestellt sich wahrscheinlich seine Pizza auch übers den Computer. Und dann hat er wahrscheinlich wie die alten Leute auch einen Stuhl mit Topf. Ne? Braucht er nämlich gar nicht mehr aufzustehen. Ja, ist es. Ne? Körper ist unser Gefängnis. Aber die Leute wollen nicht an den Körper ran. Die wollen einfach nicht. Das ist einfach die Natur. Man mag den Körper nicht untersuchen, so wenig man den mag. Ne? Wenn man in den Spiegel schaut, dann die meiste Zeit findet man den ja komisch. Ne? Oder wenn er dann Wehwehchen hat oder wenn wir krank sind, dann wird es ganz extrem. Ne? Dann mögen wir das gar nicht. Ne? Dann denken wir gleich schon, wir sterben. 5 Tage später sind wir wieder gesund. Dann haben wir den ganzen Sterbegedanken vergessen. Ne? Ach, mir geht so schlecht, ich sterbe. Ne? Ich habe eine unheimliche Krankheit, ich habe Krebs. Ne? Dabei haben wir nur einen Schnupfen oder eine Grippe oder eine heftige, was auch immer. Bronchitis, ne? Und dann denkt man, ah, ich hab Lungenkrebs. Ne? Wir müssen sterben. Und geht so elend, ne, dass der Körper so gar nichts mehr, die Chinesen den Körper gar nicht mehr gebrauchen können. Ne? Und dann sagen sie uns, wir müssen sterben. Und 5 Tage geht's uns gut, und 5 Tage später geht's uns wieder gut, und dann haben wir diese ganzen Sterbegedanken wieder vergessen. Denkt man gar nicht drüber nach, ne? Oder denkt, wenn er gesund wird, denkt er dran, oh, das war ja so schrecklich, wo ich krank war, ne? Nein, was kann ich jetzt machen? Wusch, das Auto ist wieder da, zack, und dann gehen wir wieder gleich auf Vollgas, ne? Gar nicht langsam, das können wir gar nicht abwarten. Ne? Wir müssen nämlich das alles nachholen, was wir da versäumen. Und das muss man verstehen. Ne? Zur Körperuntersuchung ist das, wenn man auf dem Weg raus will, ne? Das Körperuntersuchung ist das A und O. Ne? Müssen wir halt anfangen. Ne? Und das ist halt unangenehm. Weil man sieht schon gerne Leichen. Ne? Und wenn man Leichen sieht, wer macht die gerne auf? Ne? Da gibt es doch diese schönen makabren Ärztewitze. Ne? Da zwei hungrige junge Studenten schneiden eine Leiche auf. Ne? Und die hat halt gerade noch unverdaute Spaghetti im Bauch. Ne? Und dann sagt der eine, ich bin aber hungrig. Ne? Und sagt der andere, nee, das mag ich nicht. Ne? Und dann der eine ist hungrig, dann isst er, bis der ganze Magen da entleert ist. Ah, und dann muss er kotzen. Ne? Ach, kotzt er, ne? Und dann sagt der andere, oh, jetzt sind sie warm, jetzt esse ich. Und da dreht sich bei uns schon der Magen rum, ne? Nur alleine von dieser Geschichte, ne? Ja, was ist das, ne? Das ist das, wo wir wollen wir gar nicht dran. Ne? Also vom Besten her wollen wir gar nicht dran. Gibt's auch ein schönes Beispiel. Ne? Ich glaube, das war vor 20 Jahren. Ajahn Suwat. Ne? Ajahn Suwat war ein thailändischer Lehrmeister, ein Arahant, der nach Amerika gegangen ist. Und die IMS, Insight Meditation Society in Boston, die hat ihn eingeladen, dort einen 3-Wochen-Kurs gegeben, zu geben. Und gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, ne, die Veranstalter, nur unter einer Bedingung. Keine Körperuntersuchung. Und er hat nichts gesagt. Und was hat er dann gemacht? 3 Wochen lang, jeden Abend, Körperuntersuchung. Und die Veranstalter waren so, wie sagt man im Deutschen, pisst, ne? So verärgert, die haben den nie wieder eingeladen.
Und überlegen, das war ein Arahant. Das ist das A und O. Ne? Da will niemand davon was hören. Ne? Das ist unser Körper voll. Ne? Brauchen wir nur aufzumachen. Da brauchen wir nur die Haut zu entfernen. Dann will niemand mal den anderen umarmen. Ne? Oder willst du ins rohe Fleisch greifen? Alleine die Vorstellung, die ekelt doch uns. Ne? Will da niemand. Ne? Und deswegen ist das auch. Deswegen gehen wir sofort auf die Geistigen. Ne? Wenn wir untersuchen, dann untersuchen wir nur den Geist. Ne? Und solange der Körper da, der Körper vorwerkt ja ständig rum. Ne? Da will er das haben, da will der Körper das haben und das haben wir alles akzeptiert. Ne? Und solange wir das akzeptieren, solange wir das nicht untersuchen, kommen wir nicht weiter. Ne? Kann Weisheit nicht. Das ist der Stolperblock. Ne? Haben wir mal den Körper hinter uns untersucht, fertig untersucht. Gesehen, für was er ist, ne? Dass er einfach ein Gefängnis ist, wo das steht, da jetzt im Moment gefangen ist, ne? Ja, dann ist das zu Ende, ne? Kann man ablegen. Ja, und damit ist gleichzeitig auch Gier und Hass verschwunden, ne? Weil Gier und Hass wurzelt in diesem Körper. Was wir wollen, das sind auch immer körperliche Dinge, Sinnesdinge, ne? Ja, wenn man die in die nicht körperlichen Chanas gehen wollen, dann ist das natürlich harte Arbeit. Ne? Aber ansonsten wollen wir doch immer körperlich. Wir wollen irgendwas auf der Zunge haben, wir wollen irgendwas Angenehmes riechen, wir wollen irgendwas Angenehmes fühlen. Ne? Ständig. Ne? Oder was sehen, oder was hören. Allein durch die fünf Sinne oder wenn das da nicht ist, was Schönes denken. Ne? Jetzt denke ich mir was Schönes aus. Ne? Und dann denken und denken und denken und sind Tagträume drin. Ne? Das sind auch die sechs Sinne des Körpers. Ne? Und da wurzelt unser Verlangen drin. Und wenn wir das nicht untersuchen, dann bleiben wir. Dann haben wir nächstes Leben wieder den Körper. Dann untersuchen wir es da wieder nicht. Ne? Und nächstes Leben wieder den Körper. Dann nehmen wir wieder dieselben Probleme. Nur weil wir einfach nicht verstanden haben, dieser Körper ist ein Gefängnis. Und solange wir das Gefängnis nicht zerstört haben, kommen wir doch nicht raus, oder? Oder denkst du, die Kleses geben dir irgendwann, hast gut gemacht, hast im Lotto gewonnen, kriegst einen Weg raus, ne? Interessanterweise ist es im Grunde genommen, wenn du die Körperuntersuchung fertig gemacht hast, und weißt jetzt das Ende, ne? Fragst, wo ist der Weg raus, ne? Keiner weiß es, ne? Wissen es nicht. Findest du dann selber, die Wächter, die dich ständig bewacht haben, sehen nur das Ticket, aha, hast gewonnen, das raus. Aber die wissen auch nicht den Weg raus. Ja, man findest dann raus, in dem Moment, wo du das Gefängnis verlässt, kracht es hinter dir zusammen. Also hätte es nie existiert. Und dann ist er nur noch der Gefängnishof. Ja, der ist so weitläufig, da kann man sich lange verlaufen. Tja. Das ist halt mal der unangenehme Teil der Wahrheit, ne? Und wir hängen ja an dem, ne? Wir kümmern uns ja, ne? Unser ganzes Leben haben wir uns um diesen Körper gesorgt, ne? Haben alle unsere Energie reingesteckt, ne? Immer wieder reingesteckt. Wir arbeiten für den Körper. Wir leben für den Körper. Und zum Schluss muss man abgeben, ne? Der geht dann einfach. Egal was wir reingesteckt haben. Wie viel teures Zeugs wir reingesteckt haben. Der geht trotzdem. Wir haben ihn bestens ernährt und er muss trotzdem gehen. Er stirbt trotzdem. Wir haben nur mit den edelsten Parfümen oder mit den edelsten Cremen behandelt und trotzdem gibt's Runzeln und altert und er stirbt uns unter unserer eigenen Nase weg. Oder wir haben sportlich trainiert, ne? Und trotzdem verschwindet er. Alles, was wir machen, ne? Im Grunde genommen kannst du am Ende deines Lebens sagen, Satz mit X war wohl nichts. Oder verlorene Liebesmühe. Ne? Und wie viel haben wir dafür gemacht? Für denjenigen, der den Körper erbaut? Für den Geist? Für das Stitter?
Haben wir das gereinigt? Nee, Körper reinigen wir dreimal am Tag. Das Chitta reinigen wir einmal in der Woche. Wenn überhaupt. Ne? Die meisten Menschen haben das noch nie gereinigt. Die haben das seit 50 Jahren oder 70 Jahren oder 30 Jahren und kommen gar nicht auf die Idee, dass der stinkt, der Geist. Beim Körper riechst du es sofort, ne? Nach 3 Tagen. Ne? Und dann stellst du dich spätestens dann unter die Dusche. Ne? Und beim Geist, ne? Das ist ja was Geistiges, das riecht man nicht, ne? Mit unserer, jedenfalls nicht mit der körperlichen Nase. Ne? Ja, das ist dasselbe, das ist schwierig. Körperuntersuchung ist schwierig, Samadhi ist schwierig. Und da wollen halt die Westler nicht ran. Ne? Ist das schwierig, ne? Einfach nur auf dem Buddha zu bleiben, das ist einfach schwierig. Ne? Und dann sucht man nämlich Auswege. Ne? Und dann sagen die Gelehrten, ja, das ist leichter, das musst du untersuchen. Ne? Und dann untersuchen. Ne? Und im Endeffekt hast du dann nur drüber nachgedacht. Ne? Wenn ich das jetzt mache, dann... Ne? Dann denkst du nach, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr zum Leben und dann werde ich auch nicht mehr wiedergeboren werden. Sagen die Gläser, ist okay, alles fertig, ne? Manche sagen, sie sind dann besonders klug, ne? Und die definieren einfach, das Ich existiert nicht mehr. Womit kann ich mehr existieren, gibt es ja auch keine Probleme mehr, ne? Aber wer erfährt dann das Dukkha? Das wegdefinierte Ich, ne? Es geht nur über Untersuchung. Nur über Verstehen. Nur indem wir die Welt wieder so einfach machen, dass wir das mit unseren Augen sehen können. Wenn wir das Kochen zurückführen auf die einzelnen Geschmäcker, auf das Salz, auf den Pfeffer, auf das Scharfe, auf das Bittere. Und dann kann man es verstehen. Das ist die Mischung daraus, was ist. Aber dass das einzelne Grundelemente immer wieder dieselben sind. Und ob man das jetzt nur im Körper sehen oder ob man dann die ganzen fünf Gruppen dann untersuchen, was liegt denn 5 Gruppen alles zu eigen? Ne? Das sind die 4 Elemente. Das ist Feuerelement, Wasserelement, Luftelement und Erdelement. Und Gedanken bestehen aus diesen 4 Elementen. Erinnerung besteht aus diesen 4 Elementen. Alles ist. Ne? Ob die jetzt nun die Devas in den formlosen Bereichen, ne, die keinen Körper haben, die denken trotzdem noch. Sind ja auch noch materiell. Bestehen auch aus diesem. Alles, was in dieser konventionellen Realität existiert, besteht aus diesen 4 Elementen. Nichts anderes. Nur alles eine Kombination. Und deswegen müssen wir untersuchen. Wir müssen das Komplexe in das, was wir tatsächlich fühlen können, was wir erleben können, zurückführen. Was wir erleben können, ist Körper. Was wir erleben können, ist Gefühl. Was wir erleben können, ist Erinnerung. Was wir erleben können, ist Denken. Was wir später mal, wenn unsere Achtsamkeit hoch genug ist, erleben können, ist Bewusstsein. Dass es auch entsteht, vergeht. Zwar so schnell, dass wir es gar nicht mitkriegen, dass wir denken, das ist immer da. Und es geht halt genauso schnell wie beim Film, dass wir auch nicht sehen, dass es ein einzelnes Bild ist, das aneinander gehängt ist und daraus der Sinn passiert. Und so ist es bei Wusse. Es entsteht, vergeht. Aber so schnell, dass wir das gar nicht mitkriegen. Wenn wir nämlich mitkriegen, dass das Bewusstsein immer alterniert, ne? Dass es einmal da ist und einmal nicht da ist, dass es wieder da ist und nicht da ist, dann würden die meisten Menschen die Illusion leicht durchschauen, ne? Aber das kriegen wir ja gar nicht mit, das ist so schnell. Das ist dasselbe. Ne? Wir wollen das ja auch, im Grunde genommen wollen wir das ja auch nicht wissen. Beim Film, dass das einzelne Bilder sind. Wir wollen ja den Film sehen. Wir wollen ja nicht verschiedene Bewegungen, ne? Einzelbilder, Einzelframes sehen. Ne? Das interessiert uns nicht. Ne? Wenn du das nächste Mal den Film dann langsam stellst, also auf ein Tausendstel, dass ein Bild für eine Minute da ist. Ne? Interessiert dich denn der Film noch?
Dann bewegt sich nämlich nichts, dann tut sich nichts, und dann ist es langweilig. Es muss schneller, je schneller es geht, umso mehr fasziniert es uns. Und der Witz ist, der Trick bei der ganzen Sache ist diese ganze Komplexität dieser Welt, ne? Wir glauben ja immer, dass je komplexer es ist, umso weniger verstehen wir. Ne? Diese ganze Komplexität der Welt zurückzuführen auf die fünf Gruppen. Ja, und dann ist es immer dasselbe. Jetzt kommt ein Gefühl, vorhin kam auch ein Gefühl, vorhin kam auch ein Gefühl, dann kam eine Erinnerung, die hatten wir auch schon mal. Dann kommt eine andere Erinnerung, die hatten wir auch schon mal. Dann kommt ein Gedanke, den hatten wir auch schon mal. Für mich alles immer wieder dasselbe. Wie viele neue Gedanken kommen da am Tag? Ja, interessant, ne? Interessante Frage. Wie viele neue Gedanken kommen am Tag? Ne? Kommt immer nur dasselbe durchgekaute Käse. Ne? Wie bei einer Kuh, ne? Die kaut auch siebenmal wieder. Hat 7 Mägen, ne? Aber bei uns reichen 7 Mägen gar nicht aus, ne? Wie oft kauen wir dasselbe und selbe und selbe immer wieder durch, ne? Da kommen doch gar kaum neue Gedanken, ne? Rotiert, ne? Schaut's euch mal an. Das könnt ihr nämlich alles, wenn ihr ein bisschen achtsam seid, könnt ihr das alles sehen. Dass es so ist. Braucht ihr mir gar nicht zu glauben. Das könnt ihr selber mit eigenen Augen zu sehen, dass da eigentlich nichts Neues da kommt. Ne? Dass es immer nur altes, aufbereitetes Essen ist. Ne? Alter Kaffee. Kalter Kaffee, der wieder aufgewärmt ist. Ne? Und es schmeckt immer schlechter, je öfter sie den aufwärmt. Ne? Und das Bewegen befriedigt sie dann auch nicht mehr. So. Da habe ich schon wieder gesprochen. Ne? Noch Fragen? Nein? Habe ich euch platt geredet?